Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video zur Synology Disk Station. Heute wollen wir uns einmal ein bisschen genauer mit der Disk Station beschäftigen und wir wollen heute einmal uns angucken, wie wir so einzelne Dateien auf die Disk Station bekommen können und wie wir sie ja am Ende dann auch wieder herunterladen können, weil dafür ist im Endeffekt ja die Diskstation gedacht. Also, grundsätzlich gäbe es die Möglichkeit, hier oben die schon vom Programm vorgegebene Leiste zu nutzen, hier auf Hochladen zu klicken und eines der beiden Einträge auszuwählen, also entweder überspringen oder überschreiben. Was meint das Ganze? Wenn jetzt eine doppelte Datei vorhanden ist, also eine Datei ist schon vorhanden und ich würde dieselbe oder eine Datei mit demselben Namen nochmal in das Verzeichnis kopieren, was soll die Diskstation machen? Soll sie diese Datei überspringen oder soll sie diese Datei überschreiben? Und wenn ich das mache, dann öffnet sich ein kleines Fenster, von dem aus ich Dateien auswählen könnte, die ich hochladen möchte. Ich kann das aber auch viel intelligenter machen. Ich kann mir die Dateien einfach auf meinem Computer markieren, per Drag and Drop greifen und hier steht schon da, in der Mitte des Bildschirmes steht Dateien hier ablegen und das tun wir jetzt einfach mal und auch hier fragt er mich jetzt, was soll er mit doppelten Dateien machen? Soll er die überschreiben oder soll er die überspringen? Wir klicken mal auf Überspringen und dann werden diese zwei Sachen, die ich gegriffen habe, hochgeladen. Hier oben rechts im Bildschirmrand erkennt man auch jeweils den Status. Wenn ich jetzt die Meldungen mir angucke, nein, hier, dann sieht man, dass der neue Ordner und die Test.txt, das ist die Textdatei, die wir auch schon in einem vorherigen Versuch verwendet haben, hier übertragen wurden, hochgeladen wurden. Und nun ist die auch im Home-Ordner auf meiner Diskstation vorhanden. Wenn ich die nun anklicke, dann habe ich hier über das Menü Aktion die Möglichkeit, mir die Datei auch wieder herunterzuladen. Oder ich könnte sie kopieren, ausschneiden, löschen, umbenennen, eine Verknüpfung erstellen. Je nachdem, was ich gerne machen möchte. Ich kann die Datei auch mit Freunden im Internet teilen und sie dort für weitere zugänglich machen. Ja, also der Download würde dann genauso klacken. Wir klicken die Datei test.txt an, klicken auf Herunterladen und auf Herunterladen. Dann öffnet sich wieder das Fenster und ich kann auswählen, wo ich die Datei abspeichern möchte. Das wäre die einfache Art und Weise, um Dateien hin und her zu schieben. Wenn wir nun eine Datei einfach mal für Freunde freigeben wollen, dann können wir das Ganze auch machen, indem wir hier einen Rechtsklick machen, Dateiverknüpfung teilen. Dann sehen wir schon, hier entsteht ein Austauschlink. Den kann ich nun ganz einfach an Freunde versenden, zum Beispiel per E-Mail. Und für die ist es dann möglich, dass diese Datei abzurufen, beziehungsweise in dem Fall diesen Ordner. Ich kann das Ganze noch ein bisschen sicherer machen, indem ich sage, okay, nehmen wir nur einzelne Benutzer der DSM, die dafür erlaubt sind und damit können dann auch nur diese mit ihrem Zugang darauf zugreifen. Oder aber ich wähle zum Beispiel Facebook-Freunde oder Google-Plus-Freunde aus oder versehe das Ganze mit einem Passwort. Das machen wir jetzt hier mal 1, 2, 3, 4. Ich kann auch zum Einscannen oder zum Benutzen per Handy einen QR-Code erstellen. So, also wir nehmen 1, 2, 3, 4 als Passwort jetzt mal für diese fiktive Datei hier und klicken auf OK. Damit wird die jetzt freigegeben und ich logge mich einmal aus. Und dann schauen wir einmal, was passiert, wenn ich diese Datei nun aufrufe. Oder beziehungsweise in dem Fall den Ordner. Also ich werde gebeten, das Passwort einzugeben. Na, das hat nicht so gut geklappt. 1, 2, 3, 4. Okay. Und jetzt sehen wir, habe ich hier den Zugriff
auf diesen Ordner bekommen. Das heißt, ich kann jetzt diese vier Beispieldateien, die ich erstellt habe, einfach herunterladen, über einen Rechtsklick auf Herunterladen klicken und mir auf den Computer ziehen. Oder aber, na, ich kann auch einfach den gesamten Ordner herunterladen, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch mir mit der Steuerungstaste mehrere Dateien kopieren und heraussuchen, wenn jetzt hier noch eine größere Liste wäre und ich gar nicht alle wollen würde, und mit Rechtsklick auf Herunterladen klicken, dann hätte ich die Dateien wieder auf meinem Computer. So, dann wollen wir jetzt noch einmal in die Diskstation gehen und uns die Datei angucken. Dazu rufen wir die FileStation auf, landen dann automatisch im Homes-Ordner. Und hier wiederum klicken wir jetzt mal nochmal auf die Datei und schauen uns noch einmal an, was zum Beispiel das Umbenennen, wie das funktioniert. Eigentlich ganz einfach, wie man es auch von seinem Windows-Screen kennt. Und jetzt könnten wir daraus neuer OR machen und schon wäre die Datei umbenannt. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, die Datei hier einfach mal kopieren, in Homes gehen, in den Testordner gehen und könnte hier im Testordner die Datei überspringend einfügen. Und schon ist auch die Datei hier vorhanden. So kann ich also hin und her Dateien verwalten, je nachdem, wie ich es gerade benötige. Und auch Freunden oder anderen Personen, die vielleicht eine dieser Dateien benötigen, freigeben übers Internet. So, das war's dann mit diesem kleinen Video zur Dateiverwaltung. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wer noch Fragen oder Anregungen hat, kann die gerne in den Kommentaren unten drunter schreiben. Ansonsten allen anderen einen schönen Tag und bis bald.